Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier den Mengele Garant 4010D euch heute hier vorstellen. Das war mal ursprünglich hier ein Böttinger. Ja, der wurde hier umgescannt hier für uns als Mengele. Finde ich coole Sache natürlich. Das gute Stück kostet hier 70.500 Euro hier in Anschaffung. Miete haben wir hier 3.595 hier zu zahlen. Und wir haben hier eine Ladekapazität hier von 26 Kubik und ein Eigengewicht hier von 6 Tonnen. Wir benötigen hier eine Leistung von 130 PS, entsprechend hier 96 kW. 17 km/h ist hier unsere Arbeitsgeschwindigkeit. Wir haben jetzt den Reifen drauf, 510 oder den T404. Jetzt haben wir hier den Reifenhersteller Trelleborg. Dann haben wir hier Michelin. Gehen wir mal hier ran, dass wir es vielleicht besser sehen, wenn es geht. Nein, es geht nur so weit. Als nächstes hier haben wir PKT oder hier Fredestein oder wieder Trelleborg. Dann haben wir die Möglichkeit, hier einen Tank hinzuzufügen mit den Saliermittel oder wieder hier entfernen. Als nächstes haben wir hier die Möglichkeit, Felgenfarbe, hellgrau, rot oder Stahl hier zu wählen. Dann natürlich jetzt hier, wie wir gewohnt sind, natürlich hier Kennzeichen. So, ich habe ihn schon mal gekauft. Schauen wir uns das gute Stück mal an. Ja, ich habe ihn schon mal hier ein bisschen schmutzig werden lassen, wie wir hier sehen. Da auch hier mit dem Tank, mit den Saliermittel. Hier hat hier also 10 Liter drin, wie wir hier sehen. Ja, dann hier Verschleiß habe ich den auch mal ein bisschen gegeben. Also eher gesagt volle Kanne natürlich. Wir wollen ja wissen, wie das Ding hier ausschaut, wenn es ein bisschen älter ist. Ob ja, wir vielleicht das öfter lackieren lassen wollen oder wir lassen es natürlich so. Ist ja jeden seine eigene Entscheidung. Ich sehe mal, auch hier haben wir also überall die Aufkleber zwecks wegen Wartungshinweise und Gefahrensymbole, wo du hier deine Finger nicht reinstecken solltest, auch wenn es dir vielleicht gefallen sollte. Hier unser Aufkleber-Schriftzug sieht hier auf den ersten Blick hier die 4010 ein bisschen pixelig aus, wenn du näher rangehst. Hier vor der Entfernung sieht er ganz gut aus. Ja, dann hätte vielleicht hier der Schriftzug ein bisschen besser vielleicht gerastert gehört. Hier unser Schriftzug Mengele natürlich. Wir steigen jetzt mal ein, unseren Schlepper. Fahren jetzt mal hier zu unserem Feld, Klammer Wiese, und tun das Ganze hier mal natürlich testen. So. Wenn wir sehen, hier Blinker. Blinker funktionieren. Bremslicht. Auch gleich mal hier das normale Licht, Rückfalllicht, wie wir sehen, auch hat einen Schein. Das Ganze, ja, da haben wir jetzt schon mal hier das Ganze uns mal angeschaut. Dann brauchen wir hier natürlich auf der Nacht hier keine Nachtschicht hinlegen und können hier gleich hier das Ganze in Angriff nehmen. Also testen wir hier natürlich hier unseren Ladewagen weiter. So. Wir gleich hier uns ein Pickup, schalten das Ganze mal ein. Natürlich können wir jetzt hier mit der rechten Maus hier vorne uns das Ganze hier heben oder senken natürlich. Je nach Untergrund oder wenn wir nachher hier auf unseren Bunker vielleicht rauffahren, das Ganze hier abzuladen. Ja, hier innen drin hier die Animation. Schauen wir mal, ob hier... Na, die, ah doch, hier die Kette, wie wir sehen, ist hier im Betrieb. Ganz langsam. So, fahren wir mal weiter. So. Sind wir jetzt hier. Alles gut dargestellt. So. Ich finde es jedenfalls super toll, wenn man hier mal wieder einen coolen Mod natürlich hier ein Angebot hier natürlich haben von die Motor. Also ich finde das super. So, jetzt haben wir mal Retour. Mal schauen, was da passiert. Nein, rückwärts nimmt es leider, wie wir sehen, hier nicht auf. Schade irgendwie. Obwohl das eigentlich egal wäre, normalerweise. So, jetzt schauen wir mal. So, ja. Tun wir jetzt auch gleich mal zwangsentladen. Mal schauen, wie das hier ausschaut natürlich. Ja, also er lädt einfach so ab. Also er hat diese...
was ein mit den Häckselwalzen, diese Animation leider nicht, wie wir sehen. Ist aber nicht schlimm, finde ich. Ist eine kleine Optik, aber beeinflusst das Spiel auf keiner Weise, würde ich mal sagen. Ja, schauen wir uns hier auch gleich hier mal die Lok hier an. Da sehen wir jetzt hier, ja, die Lok hier ist hier fehlerfrei, wie wir hier sehen. So. Und das war's eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat natürlich hier das Video gefallen. Wenn ja, schaut's wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.